Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meiner NES-Sammlung. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, jetzt freuen sich schon die Ersten. Mr. Venom spricht über Metal Gear auf dem NES. Ja, eine Menge Leute haben die Let's Plays gesehen, die kennen meine Meinung, aber für die, die es nicht kennen, hier nochmal eine kurze Info. Ich werde aber nochmal kurz einen Abriss machen zu den beiden LPs, aber da komme ich dazu. Ich gehe jetzt mal einfach drumherum. Fangen wir oben an mit Popeye. Vielleicht kennt einer das, ich sag mal, den Arcade-Klassiker, wo man die Rolle von Popper hat, Herzen einsammelt, Brutus besiegt und Olivia Oil eigentlich einsammelt. Super gut umgesetzt auf dem NES, wirklich sehr genau an der Arcade-Vorlage, also kann ich auch hier wieder nur empfehlen, ist eine wirklich gute Umsetzung. Ich weiß nicht, ob es noch eine bessere Umsetzung auf anderen Systemen gibt, die NES-Fassung finde ich auf jeden Fall echt, echt, echt gut gelungen und ihr seht, ist ein Blackbox-Titel, also so gesehen für Sammler. Die müssen den haben. Sword and Serpents. Wie sage ich es euch? Es ist ein RPG-Game. Im Stile von Bard's Tale. Ihr geht da so in so 3D-Welten durch. Ja, 3D, ne? Auf dem NES 3D. Könnt ihr euch vorstellen, wie 3D da aussieht. Durch die Tunnel, durch die Rätsel, macht Kämpfe, rundenbasiert. Ja, als Idee sicherlich ganz gut. Aber es ist jetzt kein Game, wo ich sagen würde, das kann ich grenzenlos empfehlen und das müsst ihr haben. Nicht wirklich. Also wenn ihr das irgendwie für kleines Geld kriegt und mal einfach mal gucken wollt, wie ein RPG aus der Zeit auf einer Konsole aussah. Ja, aber sonst, nee, gibt's Besseres. Das gleiche kann man wohl auch für Time Lord sagen. Time Lord ist ein Jump'n'Run mit so Kampfeinlagen und ja, eigentlich Standard-Kram. Die Musik ist manchmal gut, manchmal schlecht. Das gleiche gilt auch für die Grafik und das gleiche für das Gameplay. Es ist so ein Halb-Halb-Titel. Also ich bin nicht ganz warm geworden damit. Das ist nicht mein Favorite Jump'n'Run-Titel. Weiß Gott nicht. Aber vielleicht der ein oder andere findet das ganz gut, findet das ganz nett. Das denke ich, kriegt er auch sicherlich fast nachgeschmissen dann den Titel. Also der wird auch kaum irgendwie großartig was kosten. Es würde mich sehr wundern. Daher guckt ihn den einfach mal an. Das ist. Ist okay, also mal sowas kriegt man auf Messen immer ganz, ganz gut. Silent Service, ich denke, eine Menge Leute kennen den Titel. Ich habe ihn auf dem C64 gezockt bis zum, was weiß ich, wie lange. Silent Service, geniale Umsetzung mit dem U-Boot und super genial gemacht, auch das Kampfsystem. Ja, auf dem NES ist diese Umsetzung ein wenig anders. Es ist immer noch spielbar, das ist der Vorteil, aber es sieht in so vielen Punkten echt total mickrig und arm aus, dass ich hier sagen würde, das ist keine gute Umsetzung. Das ist also wirklich eher ein verramschter B-Titel. Deswegen, also wenn ihr dann eine Chance habt, eine andere Version zu spielen, dann spielt die NES-Version, kann ich hier nicht empfehlen. Nee, wirklich nicht. Apropos nicht empfehlen. Ihr wisst, ich hab zu Metal Gear Let's Play gemacht von Metal Gear auf dem MSX, von Metal Gear 2 auf dem MSX. Ich habe ein Let's Play gemacht zu Metal Gear auf dem NES, werde ich auch nochmal verlinken. Und Snake's Revenge habe ich ja auch Let's Played, deswegen kann ich jetzt hier mal meine Meinung freien Lauf lassen. Fangen wir mit Metal Gear 1 an. Metal Gear 1 spielt sich wie ein Metal Gear, es hat aber zum Beispiel schon mal den Endgegner Metal Gear nicht drin. Ja, kein Witz, den haben die einfach vergessen oder so. Das heißt, die haben viele Sachen hier verschlimmbessert. Ich glaube, ein, zwei Sachen fand ich besser. Das kriege ich, glaube ich, auswendig nicht mehr hin. Besser als in der MSX-Version, aber sonst ist das eine absolut arme Umsetzung. Aber sie ist spielbar. Also sie ist sicherlich nicht total grottig. Also der Titel taucht auch immer so schon auf den Top 30 bei den ewigen NES-Charts taucht er auf, meistens so 25 bis 27 im Ranking. Also der ist nicht total daneben, also wirklich nicht. Aber es gibt halt, wenn man das Anführungszeichen Original, und das ist es ja in dem Fall, das ist ja hier eine Umsetzung, ein Cover sozusagen, ist das Original doch deutlich besser und deutlich angenehmer auch zum Spielen. Aber wie schon, man kann zugreifen, man macht hier nichts falsch. Also es ist ein gutes NES-Spiel. Das gleiche muss man für Snake's Revenge auch sagen. Als NES-Game geht das vollkommen in Ordnung. Ihr habt so viele Möglichkeiten, die wirklich gut sind. In Bezug auf die Metal Gear-Serie ist das nicht nur das hässliche Schaf, sondern das ist der, weiß ich nicht, misshandelte Zwilling oder so. Das ist
totaler Ausfall. Also das ist vom Titel an ein, keiner weiß, warum sich Solid Snake rächen will. Weil er es kann, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht verstanden. Sie haben das komplette Gameplay fast gewechselt. Die Story ist passt nicht mal mehr auf den Bierdeckel, das passt auf eine Briefmarke. Das ist total lächerlich. Das Gameplay wurde an manchen Stellen vollkommen verschlimmbessert. Es gibt also jetzt zum Beispiel, habt ihr nicht nur mehr 3 oder 4 Sterne, sondern habt 6, die ihr da holen müsst. Und jetzt gibt es auch Befragungen und glaubt ja nicht, dass dann Solid Snake rumrentiert wie Jack Bauer. Nein, er haut ihm dann einfach irgendwie ein Wahrheitsserum unter die Nase. Und dann geht das schon. Dazu gibt es zum Beispiel so einen legendären Satz. Ne? Das hat mich immer an Spoony mit seinem Gag, What is an Avatar? Erinnert, es gibt hier legendäre Sätze, wo dann euch Leute sagen, was ist denn Metal Gear? In einem Metal Gear Spiel. Ja, einfach mal nur so genießen. Einfach mal, ne? Einfach mal schweben lassen. Ja, es gibt dann auch Side-Scroller-Elemente, die auch total grottig sind. Also, es ist sicherlich als NES-Spiel vertretbar. Ohne Frage. Derart gab es eine Menge. Für ein Metal Gear Game ist es natürlich der totale Griff ins Klo. So, kommen wir zu den nächsten. Und wieder mal die nächsten 6. Ja, Ultima, Quest of Avatar. Ich habe ja gesagt, dieser legendäre Spoonie, What is an Avatar? Das passt ja als gute Überleitung. Ja, Ultima, Quest of Avatar ist gut umgesetzt. Ich fand das ganz nett. Ich habe nicht unbedingt erwartet, dass es davon auch einen NES-Port gibt, aber der ist okay. Also wer die alten Ultima-Klassiker kennt, weiß auch, wie die ungefähr grafisch dargestellt sind und wie die ablaufen, der kann da auch zugreifen. Also das ist wirklich gar kein schlechter Titel. Und die Version hier ist vollkommen okay. Also das ist, da habe ich auch schon grottigere Sachen gesehen. Also das ist vollkommen okay. Da war ich positiv von überrascht. Ich hätte davon weniger erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Kommen wir zum nächsten Titel. Ihr wisst ja, ich habe einen extremen Faible für diese blonde Plastikblondine. Wie sage ich es mal? Barbie auf dem NES ist, glaube ich, das schlechteste Barbie-Game, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Und da ich den einen oder anderen Titel ja verbrochen habe, schon noch als Let's Play, wisst ihr ja, glaube ich, was das heißt. Stellt euch mal einfach ein Game vor, von dem man definitiv sofort unterschreiben kann, dass das unter Drogeneinfluss entstanden ist. Beschreibe nur mal so ein Rätsel. Da gibt es also zum Beispiel eine Stelle, wo es darum geht, einem Hund einen Ball hinzuwerfen. Und das haben die so gut inszeniert, dass er es also nahezu perfekt machen müsst. Dann reagiert der Hund. Dann gibt es eine andere Stelle, wo man mit dem Ball auf einen Tukan, glaube ich, treffen muss, damit man diesen Tukan als Lift hat. Dann gibt es hier, glaube ich, auch noch Traumsequenzen, wo sie ja, glaube ich, als Meerjungfrau, ist klar, weil dann kann man die Puppe gleich mitverkaufen, auch noch agiert. Es ist sicherlich eins der merkwürdigsten Spiele mit der Blondine. Wer also auf vollkommenen Schwachsinn steht, der kann hier zugreifen. Alle anderen sollten einen ganz, 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 ganz großen Bogen um das Game machen, weil das ist schon merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. Ja, Teenage Mutant Hero Turtles oder wie es weltweit heißt, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich weiß gar nicht, ob die neue Serie jetzt auch noch Hero oder Ninja heißt, das weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass eine Menge Leute diesen Teil nicht mögen, weil er eben, er hat Gameplay-Probleme, er ist hart. Ich fand ihn aber echt gar nicht so schlecht. Also ich fand ihn gut. Vielleicht bin ich jetzt auch so ein alter Turtles-Veteran, der immer das noch relativ gut findet, der auch noch die ganzen Klassiker noch immer am besten findet. Deswegen hatte ich da Spaß dran. Also für ein Turtles-Game ist das ganz gut. Ich weiß, auf dem Gameboy gibt es auch noch gute Dinger, die kenne ich aber meistens alle nicht. Das ist sicherlich nicht fehlerfrei, das Game. Wirklich nicht. Also erwartet hier keine perfekte Umsetzung. Die werdet ihr nicht haben. Aber sonst, das Spiel macht schon Spaß und tut's euch mal an. Das sind die Turtles, Mensch. Was soll ich denn sagen? Ja, und wenn ihr schon Lizenzgurken sucht, dann kommen wir jetzt dazu. Kommen wir zu Days of Thunder. Die Tage des Donners, ne? Ihr kennt noch die Zeit, wo Tom Cruise ein anerkannter Schauspieler war, ne? Top Gun, Tage des Donners. Ich fand den Film ganz gut übrigens. Das Game finde ich nicht gut. Stellt euch eine ganz schlechte NASCAR-Race-Simulation vor. Wirklich unglaublich schlechtes Gameplay, unglaublich schlechter Sound, unglaublich schlechte Umsetzung. Dann seid ihr hier bei Days of Thunder genau richtig. Ja,
Und ich kann euch eigentlich nur abraten, diesen Titel zu holen, sei denn ihr seid so ein bekloppter Vollpfosten wie ich, der auch noch Schrott sammelt. Das ist wirklich Schrott. Aber man kann den Schrott ja noch toppen. Schwarzenegger, Total Recall. Ich weiß, viele Leute mögen das Remake nicht. Ich mag es eigentlich nur wegen Kate, da bin ich ganz ehrlich. Aber, tja, ich fand das Original auch besser. Und es hat dieses Spiel nicht verdient. Es ist eins der schlechtesten Spiele, die ich kenne. Es ist auch wirklich ganz schlecht umgesetzt, hat einen ganz schlechten Soundtrack. Wir kommen, glaube ich, irgendwann noch zum Terminator. Der ist auch unglaublich geil umgesetzt. Das ist kein LGN-Game. Aber es könnte eins sein. So verdammt gut ist das. Ich mag den Titel nicht. Also es ist wirklich ganz schlechtes Gameplay. Man muss euch das eigentlich mal zeigen, weil das ist wirklich unterirdisch. Und ja, also es ist kein guter Titel. Also selbst der größte Schwarzenegger-Fan sollte sich das überlegen, ob er das holt. Vor allem der Titel ist gar nicht mehr so billig. Und das ist es nicht wert. Aber wie schon gesagt, guckt euch das mal an. Das ist Schrott. Snake Rattle and Roll ist überhaupt kein Schrott, sondern eigentlich ein guter Titel, der mir viel Spaß gemacht hat. Ihr übernimmt die Rolle so einer Schlange und je nachdem, was ihr dann zu euch nehmt, wird die Schlange größer und es gibt dann auch so Specials und so. Unglaublich gut umgesetzt, unglaublich witzig gemacht. Spätere Levels werden natürlich ein bisschen hart und auch ein bisschen verwirrend und so. Das muss man natürlich ganz klar kennen. Aber für ein Puzzle-Game, so kann man es ja auch einordnen in die Kategorie, ein toller Titel, wirklich hat absolut Spaß gemacht, fand ich super, kann man also nur zugreifen. Ja, damit habt ihr das Video auch wieder überlebt. Wir machen auf jeden Fall noch einen dritten Teil. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.